Hallo Leon, schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video. Ich habe hier meine zwei Liebsten unter anderem am Start. Oh, die Liebsten, guck mal. Was geht, Jungs? Alles gut bei euch? Ja, alles. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich habe eben schon mal eine Anmoderation gemacht, habe ich gesagt, wir sind fünf Leute am Start. Ich habe es ja, ich finde es faszinierend, wenn wir alles am Start haben. Wir haben eine Mission und meine Mission ist es, dass ich einfach mal schauen wollte. Wir holen uns meiner Meinung nach die besten zwei Griller am Start, die besten zwei Grill-YouTube-Kanäle und schauen einfach, wer es mehr drauf hat. So, das ist die Mission von heute? Wir haben, glaube ich, den besten Job. So, wir sitzen einfach hier, wir essen, wir lassen es uns gut schmecken. Bin ich froh, dass ich den endlich auch mal habe. Ja, ohne Witz. Ne? Normal immer davor. Krass, aber wirklich, muss ich sagen, die zwei Besten gebe ich dir meiner Meinung nach recht, weil hatte hier auch eben schon so meinen kleinen Fan-Moment, als ich die beiden Teams hier quasi gesehen habe. Hattest du, ja? Gucke ich schon immer geile Videos. Ja, und da werden wir rangehen. Wir haben, also Max weiß noch gar nicht so genau Bescheid, dass ein bisschen mit der Hinfahrt schief gegangen, aber wir haben drei geile Runden vorbereitet. Also die werden in drei Runden gegeneinander antreten. Wir haben uns jetzt für entschieden, euch noch nicht zu sagen, was die drei Runden sein werden und erst mal mit Runde 1 starten. Und für Runde 1 holen wir mal die Jungs ran und sagen ihnen überhaupt, was Phase ist jetzt. Endlich. Wer überhaupt da ist, ne? Hat man ja schon gesehen, aber auch. Auf geht's, Männer. Juhu. Guten Tag. Recht schönen guten Tag. Jawohl. Die Grill-Elite ist vor Ort. Mal, diese geballte merkst du? Warte, wir müssen uns so hinstellen jetzt. So. Ja. Nee, Klaus. Oh. Das ist zu wenig Challenge-Gedanken. Ihr seid gegeneinander heute. Mach mal so, hier bei Bock. Die Insider wissen ja auch, dass wir schon immer Beef haben. Yeah. Klaus und wir so, deswegen passt das echt gut heute. Ich hoffe, wir werden auch Beef haben heute. Ja, ne? Vielleicht. Hoffentlich gut zubereitet. Wir werden hoffentlich, ja. Da können wir ein paar Dumms einblenden. Ich muss es noch mal hervorheben, steht euch so ein bisschen auch, wie es immer so schön sagt, Arschwasser, jetzt wirklich eine direkte Competition, Aneinanderreihung, wer ist jetzt der Beste von heute? Das ist doch ein wildes Ding, oder nicht? Wow. Einfach so, ja. Ja, ja. Ja, voll, voll. Also, den Jungs immer so richtig in Arschwasser holen? Ja, also. Aha. Ein Kanal kann schießen danach. Ein Kanal kann, was soll man sich denn noch angucken, wenn der eine besser ist? Der andere Kanal. Stimmt, dann braucht der andere nichts mehr zeigen. So, so ist er nie betrachtet. Wir noch Elektrogrillen. Fuck, wir haben etwas zu verlieren heute. Ja, also wir werden wie immer knallhart sein heute. Du weißt ja auch noch nicht mal, was jetzt Runde 1 ist. Du ich weißt weiß nur das Steak. Nicht. Hast du gehört, ja? Ich habe einfach nur Beef gesagt, aber Steak habe ich gehört, gibt's auch. Ich habe schon eine andere Idee, aber sag du doch mal mir und den Zuschauern, was wir wirklich machen. Oh, okay, aber mit Ansage, dass ich das eine falsch sage, weil ich habe nach fünf Minuten schon wieder vergessen, was wie der Fachbegriff ist. Ich kann es sagen, ich weiß es. Okay. Also wir sollen es grillen und er kann es nicht aussprechen. Ja, meine Idee. Warte mal, ganz kurz, wenn du einen Fachbegriff im Raum wirst, googeln darf ich, oder? Klar. Super, googeln ist er noch. Damit ist ja safe. Aber Bernd meinte, du kannst jetzt zur Not auch bei Klaus mal ein Video angucken. Oder bei Max. Den mache ich übrigens selber auf, wenn ich lieber bin. Ich habe einen Short oder so. Ja. Also, für euch jetzt erstmal. Runde 1. Was für ein Fleisch haben wir? Ihr habt das jetzt ja am Start. Was für ein Fleisch wird gegrillt? Auf dem Holzkohlegrill wohlgemerkt. Wunderschön. Rind. Rind. Rindertier. Ja, stark. Welches Teilstück ist es denn? Welches Teilstück kommt denn in den Spiel? Rumsteak. 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 Von welchem Tier? Welche Rasse wisst ihr das? Wagyu. Ein Wagyu. Auf Deutsch machen. Er hieß Horst. Toll. Mm. Und das wird insofern spannend, weil wir das noch gar nicht gehabt habt. Du hast schon mal, glaube ich, gegessen bei uns, aber ihr beide auf keinen Fall. Ja. Du kennst das Beef. Dann wird das, glaube ich, für euch sehr interessant, auch beim Tasting später. Erste Runde ist eigentlich fast exakt das Gleiche, um zu gucken, wer kann genau das gleiche Ding einfach besser machen. Und das ist halt einfach das Rumsteak, ein geile Kräuterbutter. Die Sachen haben wir eingekauft, seht ihr gleich noch, die Zutaten haben wir vorbereitet. Die wissen nämlich, kennen nicht die genauen Zutaten, die wussten nur Steak. Und eine Hasselbrack-Kartoffel. Hasselbeck. Hasselbeck. Ich wollte sagen, du kannst mir sagen. Dein Englischkurs hat sich gelohnt, Bruder. Ne? Wirklich jetzt. Also es hat sich wirklich gelohnt. Hat sich gelohnt? Ja, toll. Er hat mir vorhin noch gesagt, wie Hasselhoff. Ja, hast du bist gesagt, viel besser von der Aussprache geworden auch. Hasselbrack. Gerade in Antwerpen gesehen. Das war Hasselbrack. Ne, Hasselbrack machen wir. You're welcome. You're welcome. Wenn man nicht weiter weiß, immer you're welcome, Klaus. You're welcome. Also Bratkartoffel, ja? Ne, Hasselbeck. Gesundheit, ja. Klaus weiß das. Ich weiß, was es ist. Ja? Okay. Aber es ist auch so, das wird, glaube ich, wirklich auch für die Zuschauer ganz spannend sein, wenn ihr das nur nach Geschmack bewertet. Und das macht ihr am Ende. Also zu sagen, okay, was schmeckt mir besser? Weil das ist auch das, was der Mensch am einfachsten greifen kann. Ich glaube, alles drumherum ist schon wieder
Naja, ja. Die Optik spielt immer eine Rolle, ne? Das Auge ist ja mit. Das ist ja Optik, ihr habt mich eingeladen, hallo? Vielleicht eine hübsche Kellnerin, die es bringt oder so, man weiß ja nicht. Es wird auf jeden Fall wild, es wird spannend. Und ich bin stolz, dass ich wirklich alle euch hier am Start haben darf. So, das ist wirklich eine Zusammenkunft, wo ich sage, das hat cool. Bei YouTube noch nicht gegeben. Gerne Ruf, wir sind da. Super cool. So. Kuss, Kuss. Ich glaube, wir haben uns lang genug gegenseitig die Palme gewählt. Ja, ja. Verbal die Stange poliert, genau. Fangen wir mal an zu grillen, oder? Ja, ich hab Hunger. Oder ich leg mich auf die Couch jetzt. Auf jetzt, Jungs. Vielleicht noch mal ein, zwei B-Rolls, die sich ihr Puder drauf machen. Wie die sich das richtig abpudern. Ja. Und wir werden nicht wissen, was von wem ist. Das ist auch noch ganz wichtig. Wir gehen rein, die kochen. Wo sind unsere Zutaten? 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 Ja, was ist hier los? So. Ich stelle schon mal ein bisschen was hin. Boah, das sieht aber wieder top aus, der Grill. Zutaten, das hier, oder? Wollen wir das dann so machen, Hannes, dass zum Beispiel jetzt die Runde du grillst und ich dann die nächste, weil sonst ist das auch sehr voll hier. Ja, wir können uns hier aber unterhalten, das dürfen wir ja. Ja, das können wir machen, ja. Klaus hat auch schon angefangen. Gut, okay. Und, schmeckt? Gut. Was machst du da, Klaus? Naschen. Naschen. Und was machst du da? Nicht naschen. Also nee, ich mache aber folgenden Plan. Verfolge ich und schneide mir hier die Sehne raus. Ich glaube, das hast du auch gerade gemacht. Ja, ja. Denn, was viele nicht wissen, unter dem Fettdeckel eines Rumpsteaks sitzt eine Sehne. Boah, das Messer war auch schon mal schärfer, Julian. Und vor allem, wir sind ja gegeneinander, aber wir helfen uns, ja? Bei dem schönen Sehne, da läuft hier noch eine Rinne. Bei mir kommt auch eine hoch, die werde ich nachher rausschneiden, bevor die auf den Teller kommen. Naja, aber die werde ich jetzt erstmal dran lassen. Ja, ja, sonst wird das Stück zu klein, ne? Richtig. Und wehe, du verkackst das. Ey, ohne Scheiß, das ist ja aber auch dann, ich bin sehr gespannt, weil am Ende des Tages werden wir ja de facto hier nahezu identische Sachen grillen. Wir grillen auf dem gleichen Gerät und ich vermute, wir werden es auch sehr ähnlich machen. Dann bin ich mal gespannt, was am Ende Holle, Bernd und Max da so zu sagen haben. Ihr könntet theoretisch schon die Kartoffeln kochen. Ja, die kochen schon. Sind schon drin. Sind schon drin. Ajo. Smart. Aber schön, dass du auch so aufpasst. Ich werde jetzt das Fett ein bisschen klein schneiden und das Fett in der Pfanne auslassen. Denn wir sollen ja so Hasselbeck-Kartoffeln machen. Du, das Schöne ist, wir können die auch alle fast. Oder so ziemlich, also sind die auf demselben Niveau. Von daher kommt es nachher dann an, was der Jury am besten schmeckt. Also der die beste Idee für die Jury hat und das ein bisschen Glücksspiel hat, was man da gerade hat. Und der den Salbei in der Kräuterbutter macht, hat natürlich auch verloren. Ey, jetzt muss ich nochmal sagen, so hart ist hier der Wettbewerb. Während der feine Herr hier einen Koch und einen sein Togo-Messer hat, habe ich die Wahl zwischen dem Filetiermesser und dem Brotmesser. Achso, du darfst gleich hier, warte, guck mal. Ich darf? Ja, ich wollte noch eins holen. Aber nicht vorher hier aus Wettbewerbsgründen über Beton ziehen. Nein. Machst du das gerade für die Kräuterbutter? Ja. Ach, scheiße, ich dachte, ich kann da ein bisschen punkten, überwiegend frische Zutaten rein, weil du jetzt natürlich dich schon, ist das Black Garlic? Ja, natürlich. Aber Black Garlic nicht zu nehmen, wäre fahrlässig. Ja, fahrlässig, ja. Wollt ihr eine Gabel haben für die Butter? Handwärme. Handwärme? Handwärme. Ja, okay. Julian, kannst du mir mal das hier aufmachen? Ja. Mit den Altvollschmiere. Was reinmachen? Ja. Du sagst drauf. In die Fresse. Ja. Na gut, hoffentlich ist jetzt überwürzt. Achtung, Julian. Achtung. Das will ich hören, wie mir einer sagt, die Kräuterbutter ist überwürzt. Angebratene Kräuter, meine Fresse. Ja, was viele nicht wissen, meine Fresse. Was viele nicht wissen, die ätherischen Öle und so, die brauchen ja ein bisschen Wärme, um so richtig schön freigesetzt zu werden. Und da habe ich gedacht, das gebe ich denen. Ich bin heute so frei. Alter Schwede. Packruf. Guck mal, wir brauchen hier auch eine dritte Person. Danke. Eine Packung Gewürz auf. Das ist der typische Teelöffel bei dir, ne? Also man muss eins wissen, diese Hasselbeck-Kartoffeln, die Bernd ins Spiel gebracht hat, sind ja sehr lecker, aber die brauchen irgendwie 50, 60, 70 Minuten, je nach Kartoffelgröße. Deswegen kochen wir die vor, um uns einfach Zeit zu sparen. Wir wollen das hier ein bisschen zeittechnisch optimieren alles. Tipp für euch zu Hause. In jedem Fall immer Gewürze trocken und dunkel lagern. Dann ist es schon mal nicht verkehrt. Und viel hilft viel. Seid nicht geizig mit dem Zeug, packt es darin. Das ist nicht zum schön im Regal stehen da, sondern zum Essen. Hau dran. Ja.
hier? Haben wir gerade gesehen, eine Packung. Ne, wir werden ja sehen, was die Kollegen sagen. Ja, 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 ist echt. Krass, das fühlt sich so ein bisschen wie Knete. Mmh, kommt aber schon sehr gut. Mmh. Mmh. So, Haselback? Da brauchen wir eigentlich flüssige Butter, oder? Mhm. Eigentlich schon, ja. Die werden auch schön überträufelt und so. Es ist relativ. Wollen wir nicht uns alle zusammen in so einen Pott Butter machen und die in der heißen Butter immer anfrittieren? So die Wobei ich mir ja schon Fett ausgelassen habe auch. Ach so. Ich natürlich dachte, da kann ich vielleicht auch Fett, Rinderfett nutzen, weißt du? Und du machst ja einen Krach, ey. Ja, mit der Gabel hier, aber mal. Das ist auch nicht das, was ich. Oh, hey, Kamera, zeig mal so. Ja, deine sieht besser aus. Punkt. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Kennt ihr Patricks Montage? Den. Ja, so sieht das aus. Deins sieht halt wirklich aus wie eine Kräuterbutter. Du hast ja auch für den Klassiker Black Garlic, das wäre auch die erste Wahl gewesen. Aber wir wollen ja was anders machen und auch ein bisschen Risiko gehen. Sie nannten ihn Estrich, Hannes. Hat ihr Estrich angerührt. So. Zeit, ihn zu rauchen. Nein. Magst du mal hier? Ich vermute deiner. Dass du mal weißt, warum du verlierst? Boah, die hat richtig Power, richtig Dampf. Na, die muss auf dem Steak nachher weiterlaufen, dann muss man selber schmecken. Mhm. So, dachte ich mir so. Ist auf jeden Fall gewagt. Also mein Plan ist die Haselback-Kartoffeln, aber vielleicht machen wir die Steaks schon gleichzeitig. So, und damit könnt ihr euch die Punkte holen, wenn ihr sie feiner schneidet. Hey Hannes, bitte, wenn du die jetzt so schneidest wie Klaus, ne, dann reibe ich dich hier persönlich ab. Ich mache erstmal was anderes. Weil wir müssen, wie ich erfahren habe, ja für jeden einen einzelnen Teller haben. Und deswegen mache ich jetzt etwas, was ich normalerweise nicht getan hätte. Aber ich habe das Steak schon mal in 3 Stücke geschnitten, sodass auch jeder von den Jungs seine eigenen leckeren Röstaromen hat. Wir haben uns die mehlig kochende Kartoffel für Haselback gekauft. Wirklich? Das sind mehlig kochende Kartoffeln für Haselback. Mehlig kochen. Was stimmt mit den Menschen nicht? Die wollen nicht gewinnen, die wollen, dass wir scheitern. Genau, wirklich. Ich wollte die nichts hören, ja, keine Diskussion haben, wenn das mir hier nicht. Ich wollte sie dünner schneiden, aber da kannst du stampfen. Das ist ja eine tolle Idee, aber. Das war so Kartoffelscheiben. Klaus war die Kartoffel. Ihr habt echt nicht am Sender. Hier legt mich am Arsch, ich gehe die Dinger runter. Aber Spieße? Holzspieße? Jetzt, Holzspieße, Julian, drin. Oh ja, Holzspieße für die Konkurrenz. Welche? Ach scheiße, wir haben hier welche. Wolli? Alter, wie viel Soße soll ich da rüber gucken, dass man das nicht sieht? Hier sind keine Spieße. Alter, lass mal, wie es ist. Macht der. Dann nehme ich einfach hier, ja, oder? Ach du Scheiße, ja, okay. Hab ich nicht gesehen. Zum Glück haben wir einen dabei, der hören hat. Du jetzt so machen müssen. Okay, Spieße. Ha, ich rum. Diese Hänsler-Momente hier. Nee, wie heißt er? Melzer, Hänsler, dieselbe Wanne. Was ist passiert? Die heiße Pfanne gefallen. Nee, Kartoffel. Eine Kartoffel. Halleluja! Was ist das hier? Es ist ja alles blockiert und die Kartoffel wird nicht sehr. Es wird super. Die Mehl sind sehr schön zerbrochen. Mehl, Kartoffeln. Nee, ich will ja gar nicht, dass du das hier siehst. Ja, mach mal. So, ich bin noch Profi hier. Der Klaus guckt nur noch ab. Du guckst. So, guck mal, das gute Rinderfett. Nee, das sagt er, guck mal, ich soll nicht gucken. Rein in die Kartoffel. Wer da Butter nimmt, ist selber schuld. Wir nehmen das schöne, ausgelassene Rinderfett. Wenn du das jetzt noch machst, Klaus, ist es natürlich abgeguckt. Aber ja, ich sehe, du hast dein Eier im Rinderfett liegen. Ich habe mein Rinderfett da schon drin und mache noch extra Butter dazu. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Beim Steak kannst du jetzt echt noch glänzen, Hannes. Ich muss nicht einmal kurz in mich gehen. Willst du Zange haben? Ich will erst mal Platz haben, wo ich es überhaupt hinlegen kann. Hier, wunderbar. Zange nehme ich mir, habe ich hier noch. Klaus' Taktik ist mir schon völlig klar. Er belegt einfach den ganzen Grill, sodass ich im Prinzip
nicht mehr viel machen kann. Du wirst handlungsunfähig gegrillt. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Weil das kann. Das, was ich jetzt mache, Julian, habe ich noch nicht vorab gesprochen. Aber ich ziehe es jetzt durch. Ah, das war der Plan. Mmh. Jetzt wird es bitter. Ein bisschen Rosmarinrauch ans Fleisch ran. Habe ich vorhin eine Sache rausgehört, dass Holle mit Holzkohle Raucharoma immer verbindet. Und wir smoken hier nicht. Und wenn du gute Holzkohle nimmst, hast du auch nicht so viel Raucharoma in irgendeiner Form. Und das hole ich mir jetzt durch verbrannten Rosmarin. Und nicht mehr durch Thymian, dann kann er sich den raussuchen. Kann er sich aussuchen, was ihm besser schmeckt. Klaus, wie würdest du sagen, schätzt du es aktuell ein? Bis jetzt, also bis Alk auf dem Grill war, da war ich noch ganz klar vorne. Jetzt könnte sich das Blatt hier wenden. Wie ist aktuell die Stimmung zwischen den Teams? Ist es eher so ein jeder will gewinnen oder ist das ein Hand in Hand aktuell? Schon, also Anspruch ist da. Ja, man will ja schon gewinnen. Man will es natürlich nicht so offen betonen, aber insgeheim will man natürlich schon gewinnen. Ne? Man will sich ja nicht die Blöße geben. Am Ende ist es so. Also mir reicht es schon, wenn ich nicht komplett versage und damit dadurch gewinne. Ich brauche War das Fleisch in die Foren oder was stimmt damit nicht? Ja, Alter, 26 Grad, seid ihr doof? Das ist kalt. Ja, das lag die ganze Zeit schon hier. Wir holen den Rosmarin noch hin, einfach um die Jury nicht so schlimm, dass die das schon riechen. Ja, ja. Dann sind die schon, kriegen wir schon mal alle paar Punkte mehr. Aber die Kartoffel ist auf jeden Fall so voll mit Rinderfett. Ich frage, ob das Rinderfett gut schmeckt. Ach so, das habe ich nicht probiert. Hab gekostet, ist gut. Schmeckt. Ist gut. Gleich ist Hannes Steak auch noch schwarz, ich halte es nicht aus. Mensch, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ich hab das doch im Blick. Hannes, du hast einen Fettbrand, irgendwie Butter unter dem Steak. Hast du da gerade was runtergeschmissen oder was? Nein. Werde ich hier sabotiert? Das auch noch? Wie er seinem Teamkollegen in den Rücken fällt. Ja, für guten Spaß muss es sein, oder? Die Hand kam, da musste ich einschlagen. Wow. Ich bin kurz davor, einfach alles aufzuessen. Drinnen kriegen nichts. Dafür bin ich satt und habe verloren. Ja, aber ohne Scheiß, wenn du dir sicher bist, dass du eh verlierst, so, ne, dann ist das immer eine gute Option, zu sagen, komm, ich esse einfach selber auf. Julian, ich gehe, da der Gang heißt Beef, ich gehe auf maximal Rindergeschmack. Mhm. Ich scheiß hier auf Butter und so weiter. Wir haben auch die richtige Menge Kräuterbutter pro Person gemacht, so eine ganze Butter. Also um 10 Minuten. Ja, mach rein. Nee, das finden die noch geil. Salz. Zucker. Nee, hier. Ich hoffe nicht. Wir müssen da Nelken reinmachen, Nelken. Salz. Ja, Piment. Das ist schon Salz drin. Yeah. Das war schon. Das Piment. War Salz, der Piment. Ich schon mal, wenn sie jetzt nicht versalzt ist, dann weiß ich es auch nicht. Könnte geklappt haben. Oh nein. Hör auf hier mein Fleisch! Das ist Sabotage! Ja! Huch! Also, guck dir nicht an, das ist eine Stammkartoffel. Das ist eine fucking Stammkartoffel. Ja, aber ich meine, so können die Zuschauer von Holle zumindest auch mal sehen, wie wir am Achtung hasseln sind, ja, wenn nicht alles nach Plan läuft. Oder zumindest die Zutaten nicht optimal sind. Ach, das war gut. Oh, das war ja. Hast du das gesehen? Habt ihr das drauf gehabt, wie ich die gerade geflippt habe, ohne dass sie kaputt geht? Jetzt einfach durchschlagen, das Ding. Klaus richtet ja schon an. Klar. Wenn man das so nennen kann. Ich will dir hinrichten. Klatsch. Das ist hinrichten und nicht. Ich nehme eine Kelle.
Oh, der Garrat passt aber, das muss man schon sagen. Ja, ja, so ist gut, genau mittig. Für uns der Garrat ist auf jeden Fall nicht so, der wird roher sein. Fertig. Oh. Oh, ho, ho, ho. Was ist denn hier schiefgelaufen, sag mal? Oh. Ah, stimmt. Okay, das sind, oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Oh, sieht das geil aus, Alter. Wir werden direkt starten. Ihr habt die Teller wahrscheinlich ausgiebiger gesehen als wir. Wir legen los und egal, was jetzt passiert, ich habe von den beiden schon gegessen, die können kochen, die können grillen. Ne? Selbst wenn das jetzt hier wirklich Katastrophe wird. Dann kannst du für meinen inneren Monk auch die Teller tauschen. Oh, yeah. Ja, das geht nicht anders. Aber ihr habt wir haben die Farben getauscht. Die Teller sind verkehrt rum. Ach, kannst du umlegen. So ein Ding ist das. Also wenn der Blaue heute gewinnt, ist schwierig, sagst du. Verwirrung pur. Okay. Auch von der Anrichtung, echt, ihr habt euch Gedanken gemacht. Also alleine an der Butter haben sie wirklich komplett anderen Weg eingeschlagen. Ne? Krass, ne? Mhm. Also die Farbe auch von der Kräuterbutter bockt mich richtig. Haben die irgendein Gewürz reingehauen? Ja, es kann alles möglich sein. Es kann Asche sein, es kann ein schwarzes. Es gibt so Black Seasoning. Estrich. Estrich, da fehlt sowas. Wer war Ideengeber, frage ich mich jetzt. Wer hatte zuerst die Idee, mit den Fettabschnitten noch gute Frage. Bacon nachzuempfinden? Ich finde alleine von der Butter schon, das ist ja nicht jetzt von der Bewertung her Weltenunterschied, aber was sie gemacht haben, wirklich Weltenunterschied. Nicht nur optisch, geschmacklich. War das so eine. Kaffee de Paris nimmt schon, ne? Also Butter würde ich erstmal sagen, die hier etwas mehr in Basic gehalten. Hier ist richtig Wumms drin. Im ersten Moment war ich echt sogar, haben mich irgendwie die Sinne getäuscht, da ist so ein bisschen Fruchtigkeit sogar drin. Mir war schon sehr klar, als wir heute über Hasselbeck-Kartoffeln gesprochen haben, dass wir sie damit auf jeden Fall nochmal zum Strugglen bringen. Ja. Ja? Hat er deswegen extra Medikorn gekauft? Das war Bernds Idee. Der hat aber nicht raufgeguckt. Das ist wirklich eine Lüge einfach, ne? Würdest du denn sagen, Bernd? Von den beiden Kartoffelarten, was fällt dir als erstes auf, hat jemand irgendwie katastrophal was falsch gemacht? Oder? Beide, ja. Hm. Ja? Ja, ja. Das ist eher so eine Smash Potato hier. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen besser gewürzt als die tatsächlich, im Augenblick, für mich. Wobei die von der Präsentation hier viel hübscher ist. Hast du eine Tendenz, Max, wenn du jetzt, ohne genau reinzugehen? Ich habe auf jeden Fall eine Tendenz. Ja? Ich auch, ich habe schon einen Sieger. Hm, ja. Habt ihr beide, ja? Ja, ja. Scheiße, ich muss mich mal konzentrieren, ey. Wobei, der wackelt gerade wieder. Boah. Guckt euch mal bitte. Seht ihr diesen Fettstrang hier drin einfach? Das ist einfach auch ein sehr gutes Stück Fleisch, ne? Muss man auch mal klar sagen. Das ist schon sehr gut ausgewählt. Das ist wie so oft bei solchen Sachen. Ich würde mir gern aus beiden Tellern den perfekten bauen. Ja. Weißt du? Ja? So viel kann man schon mal sagen. Ich esse beides gerne. Oh ja, es ist beides sehr lecker. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, absolut. Dankeschön. Gültiger Versuch, ne? Findet ihr einen deutlich besser als den anderen? Ja. Ja? Ja. Ja. Unter manchen Gesichtspunkten, ja. Guck mal, Teller ist leer, Diggi. Ja, Teller ist immer ein gutes Zeichen. Ja, das stimmt. Ich hab Knast wie ein Schwein. Ja, hast du auch noch nichts gegessen heute? Ich auch nicht, ich hab nicht mal probiert. Aber das ist auch gut, wenn du das mit Hunger isst, ist geil. Guck mal, ich hab bei der Kartoffel hier die erste Scheibe, die ich eben hatte, habe ich gedacht, boah, was ist das denn? Jetzt habe ich sie nach hinten raus, dann wurde sie besser einfach. Ne? Mhm. Und ganz ähnlich war es bei dem Steak hier auch, sag ich ehrlich. Ich finde, da muss man auch fair sein, alles probieren. Ne? Ja, das ist ein geiler Job auf jeden Fall. Weil ich habe ja nicht, guck mal, normalerweise ist es ja so, wenn du ein Steak liegen siehst, dann weiß ich, wo ich schneiden muss, damit ich das beste Stück kriege. Und hier hast du halt ein Würfelfleisch. Du musst halt hoffen, dass der Griller dir den so hingelegt hat, und mitdenkt, wenn er das vor dir stellt, wo fängst du an zu schneiden? Bei dem Steak ist das schon vorgegeben, ne? Aber wenn ich den Würfel falsch drehe, runterschneide, gegen die Faser geschnitten habe, dann, oder mit der Faser geschnitten habe, dann kaust du, ne? Das was soll ich sagen? Ja.
Der Mann hat wirklich Ahnung. Der kann das. Ich dachte, Bernd, du musst für den Gast mitdenken auch manchmal. Aber er hat wirklich Ahnung. Komma-Bewertungen sind erlaubt, ne? Mhm. Aber nur drei Nachkommastellen, ne? Okay. Also nicht, dass es übertreibt. Scheiße, ey. Ich hätte gerne mehr davon, egal. Ja. Egal welcher Teller das wäre, ich würde gerne mehr essen. Ich überlege auch gerade schon, ob ich diese Butter einfach esse. Genau, ich überlege auch, wo mache ich die hin. Ich habe gesehen, Holle hat noch Kartoffeln, die werde ich mir gleich schnappen. Also wenn ihr noch Butter essen wollt, wir haben draußen noch zwei Töpfe voll mit Butter. Ja, vielleicht braucht ihr sie und ja heute vielleicht noch. Ist da auch noch eine Kartoffel. Möglicherweise. Wer weiß. Es kann ja auch sein, theoretisch, dass wir etwas unterschiedliche Fleischstücke hatten, weil wir einen Teil geteilt haben. Also das Ergebnis wäre, logischerweise kann es bei dir völlig anders sein. Was heißt völlig anders, aber anders als bei dir? Der gute Griller merkt das natürlich und sortiert das aus, ne? Ist ja ganz klar. Ist so, ja? Ja, na klar. Also ich würde es, glaube ich, einfach mal anfangen. Ich glaube, euch fiel das wesentlich leichter als mir. Ich habe in beiden Fleischstücken gewisse Fehler entdeckt, so weil einfach der Biss nicht ganz rund war. Das muss nicht unbedingt an den Jungs liegen, das kann auch am Stück Fleisch liegen. Das muss man immer dazu sagen. Ich würde das nicht relativieren, ehrlich gesagt. Nee? Nee. Voll drauf. War verunsichert mich nicht. Nee. Also waren einfach ein, zwei Bisse unrund. Im Großen und Ganzen hat sich das für mich beim Fleisch aber keinen großen Unterschied ergeben. Hier hatte ich beim ersten, dachte ich, okay, auf jeden Fall besser, weil hier der erste Biss unrund war. Dann habe ich später hier noch ein Stück gehabt, was nicht ganz vom Biss perfekt war. Es war, wie man gesehen hat, perfekt vom Gargrad. Aber irgendwas war im Fleisch drin, was sich nicht perfekt im Mund angefühlt hat. Ich fand den aufregenderen Teller einfach den hier von den Gewürzen her. Der war etwas mehr basic, auch die Kartoffel hätte vielleicht ein bisschen mehr Gewürz vertragen und hier war es einfach mehr Wumms drin. Ich habe ja auch gesagt, bei der Butter ging gefühlt erst ins Fruchtige rein, da habe ich gedacht, okay, weiß nicht, ob da noch Paprika drin war oder irgendwas anderes. Und auch die Kartoffel war für mich einfach aufregender Gewürz. Mhm. Das Fett fand ich hier interessanter vom Geschmack, irgendwie weicher auch. Ja, für mich der Gewinner dieser Teller mit 7,8 zu 7,4 für den, ja, 7,4, 7,8. Mhm. Also... Ich würde mal weitermachen. Ne? Ich muss sagen, ich habe schon eine Befürchtung oder eine Vermutung, welcher Teller von wem ist. Echt, ja? Und zwar denke ich, dass der linke Teller von den Sizzlern ist, weil ich sehe, glaube ich, die Gewürze als kleinen Heimvorteil. Dass das einfach so ein Ding ist, die wissen, das ist ihr Produkt, die kennen das, die setzen das mutig ein. Und das war meines Erachtens ein bisschen besser gewürzt. Also das war einfach mutiger gewürzt, da war, ging mehr ab. Es hatte, wie ich finde, auch eine schönere Präsentation. Was man auch gesehen hat, auch rundherum, die Röstaromen, die an dem Stück Fleisch dran waren, waren wirklich sehr, sehr schön. Aber ich fand beide Gerichte richtig, richtig lecker. Ich meine, wenn man noch mal reinfaktorisiert, dass das Ganze jetzt auch schon ein bisschen kühler war. Wenn das vom Grill gekommen wäre, also da hätte ich hier kaum gewusst, was man besser machen könnte und fand das auch unfassbar lecker. Deshalb gehe ich rein. 9,3, 8,2. Weil alles, was mir hier ein bisschen gefehlt hätte, das war jetzt nicht, schon nicht so aus, wäre noch vielleicht so ein kleiner Dip zu der Hasselbeck-Kartoffel. Weil die war auch geil, da war eine Süße dabei, der Crunch von den Fettstücken, das war richtig geil, hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr schlau, ne? Ja. Ich bin ganz ähnlich dabei, würde ich wahrscheinlich behaupten. Erstes Stück, was ich hier gegessen habe, dachte ich, haben die dasselbe Stück Fleisch gehabt? So, ne? Das war also wirklich, das hat hinten raus auf einmal besser performt, das wurde besser, das Stückchen Fleisch, aber das war... vollkommen in Ordnung. Kartoffel am Thema vorbei, meiner Meinung nach. Hat aber gut geschmeckt. So, Die Kräuterbutter fand ich geil, weil die Farbe, es hat sich auf jeden Fall... hat sich was getraut, derjenige, ne, damit so grau-schwarz ranzugehen. Das fand ich echt geil. Es auch als einzelnes Steak zu servieren, weil die Ansage war auch Steak. Aber kann man schon auch, ich weiß, ich nehme sowas sehr ernst auch, ne? Ja. Dass ich sage, okay, das war schon echt gut gewesen. Dann habe ich aber hier drüben probiert und das erste Stückchen Fleisch hat sofort gescheppert. Das war um Welten besser als das. Garpunkt war auch bedeutend besser hier bei dem. Wobei es, wie gesagt, hinten raus ein bisschen besser performt hat. Es ist natürlich schwer, kleine Würfel zu grillen. Das ist schwer. Das ist eine große Herausforderung. Bei mir ist nicht so ganz deutlich der Unterschied jetzt wie bei dir. Aber ich sehe auf jeden Fall den hier ein ganzes Stück weiter vorne, aus den folgenden Gründen. Garpunkt besser, Kartoffel-Thema getroffen. Das ist allein schon ausschlaggebend gewesen für eine 8,5 und eine 8. Wir haben hier eine 8,5 und der ist eine 8 gewesen. Vom Ergebnis, welcher Teller gewonnen hat, sind wir uns alle einig. Ja, das stimmt. Ja. Klaus hat den Gewinnerteller und wir haben den Verlierer. Oh. Starke Runde. Starke Runde. Oha. Ich hätte Klaus nicht zugetraut, dass er so viel Wert auf Anrichte legt.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, tue ich auch nicht, aber die Jungs haben so vorgelegt, dass ich noch am Ende noch mal so einen Rosmarin in den zweiten Rosmarin geballert habe. Der hat es aber ausgemacht in der Kartoffel. Ja. Die Tranche ist ja eigentlich auch ein Klaus Grill Signature. An sich ja. Eine Tranche drunter hätte man sich denken können. Und das ist eine wirklich eine Weltklasse Kräuterbutter. Die ist heftig. Die ist wirklich geil. Black Garlic, ein bisschen Gemüse und Zucker. War da irgendwas Süßes bei der Kartoffel? Zucker, überall ein bisschen Zucker drin. Diese Kräuterbutter ist wirklich schön. Also, er hat uns sabotiert. Indem er Butter ins Feuer geschmissen hat, damit das Steak Feuer fängt. Und daraufhin habe ich, als du dir unter das Piment in das Zeug mit reingegangen. Nein! Kräuterbutter. Also ein Köter! In die Kräuterbutter und bei Jut, oder? Und? Sehr geil. Müsst ihr unbedingt rezeptieren. Ey, und ich denke so, ey, Piment versaut die Butter komplett. Ne? Ich Piment rein und dann Café de Paris. Ich denke, ach du Scheiße. Ich war mir auch sicher, dass sie viel zu salzig ist, die Butter, denn ich habe noch. Ich hab extra Schwung Salz reingemacht, die war ja vorher schon. Aber nicht gesagt, ich mach nochmal Butter übers Deck. Ich sag, ja, mach doch nicht. Ja, das muss klatschen. Also, grobe Jungs! Geil gemacht. Aber ich muss auch ehrlich sagen, bei allem Applaus dafür, ich hätte auch nicht gedacht, dass Klaus den hier kann. Weißt du, was ich meine? Den haben wir nicht oft gesehen von ihm, muss man auch sagen. Andere Seite. Also, Runde 2. Das interessiert jetzt alle, was machen wir in Runde 2. Da haben Max ist ein bisschen zu spät gekommen, deshalb haben Bernd und ich uns im Supermarkt begeben. Ne? Ja, er kann nichts für. Lässt mich immer schlechter. Die Bahn. Schieb's doch auf die Bahn. Genau. Und wir waren im Supermarkt erstmal und haben uns eine Mystery Box überlegt, die ihr zubereiten müsst. Das heißt, ihr kriegt gleich eine Box. Da sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Zutaten, 8 Zutaten drin. Zu viele. Und ihr müsst jede Zutat verwenden. Eine Sache sage ich euch, als ich die gerade gesehen habe, habe ich mir gedacht, zum Glück muss ich nicht grillen. Ist WC-Stein drin? Klosteinminze. Klosteinminze. Also wirklich, das ist Köpfchen gefragt. Aber für den Zuschauer von draußen könnte es ein bisschen random wirken, aber wir haben nicht umsonst auch einen wirklich langjährigen Koch mit viel Erfahrung, der seine Ideen damit reingebracht hat und weiß, da kann man was richtig Geiles zaubern. Muss wirklich kreativ sein und das werdet ihr. Und das auch noch vom Grill? Ja. Komm, wir gucken uns das an. So, Männer, Achtung. Weiter geht's. So, ihr Lieben, was haben wir hier Schönes? Für jeden eine Box. Die müssen wir noch teilen hier. Die könnt ihr euch teilen, wie ihr sie wollt. Genau, da müsst ihr gucken halt, weil wir nicht wussten, Scheiben, längs, quer, wie auch immer. Ja, aber ansonsten, was habt ihr denn so? Sagt mal, was seht ihr denn? Also, wir sehen Maishähnchen, Keulen, Merkwes, vermutlich. Ja. Dann Weißkohl, große Pilze, es sind Portobello, ich hätte fast gesagt. Gesundheit. Ja, Blätterteig ist auch noch mit drin. Ganz genau, Blätterteig noch, das war's. Schon Ideen? Ist die alle? Ja. Ja, was, weil der schon offen war. Genau, und Achtung, musst du gucken, dass er nicht austrocknet. Erzähl nicht zu viel, was ihr macht. Produkte sind wahrscheinlich nicht dazu gemacht, um sie so zu verwenden, wie sie sind. Nee. Ah, gut, du kannst natürlich. Aber eine wichtige Sache hat er noch. Genau, also die Wurst, das ist so die einzige Vorgabe, nicht einfach eine Wurst auf dem Grill und dazu. Das darf nicht. Also nicht stumpf auf dem Grill hauen, sondern die soll irgendwie mit integriert werden, irgendwas Cooles mit gemacht werden. Nicht einfach so als Wurst präsentiert. Essig, Öl, Gewürze dürft ihr noch dazu nehmen. Cool ist für mich erstmal ätzend. Ja. Da kann ich dir sagen, krass cool. Das ist für mich der riecht alter Pups. Das ist nicht wahr. Vor allem danach. Ne? Das ist halt Portobellos sind super. Stück hier mal schön gehackt. Das ist wahrscheinlich irgendwie verwurstet in so einer Rolle drin. Jetzt habe ich auch Ideen. Ja. Oh, hast du schon eine Idee? Ich hätte eine. Ich könnte ihr müsst auch alles verwenden. Ne? Also das ist auch klar. Genau, ihr müsst muss alles hier gegrillt sein? Nein, nicht. Aber ihr müsst alles verwenden. Und es muss noch so irgendwie als Grillgericht natürlich durchgehen, jetzt beim Grill-Contest. Ist jetzt nicht, dass ihr sagt, total Katastrophe. Nee. Okay, das ist doch schon mal gut. Können wir noch Butter dazu verwenden oder so? Ja, klar. Ja. Logo. Gewürze, Essig, Öl, alles. Noch ein Steak beipacken? Nee. Ja. Moment, wieso? Na klar. Der traurige Sicht hätte sehen müssen. Männer, viel Spaß. Wir freuen uns drauf. Ja. 10 Minuten und ab jetzt. Nach der Vorspeise könnt ihr euch vorstellen, haben wir ordentlich Knast jetzt. Also ihr wisst, was zu tun ist, ne? Viel Spaß damit. Jo, danke schön. Danke. Habt ihr einen Plan? Ja. Doch. Tja, ist die Frage. Was machen wir mit dem scheiß Portobello? Ich kann ja sagen, was ich vorhabe, ich werde die Portobellos schneiden, anbraten und mit der Merkwes zusammen und wahrscheinlich ein bisschen Ananas in die Rolle drin machen, wo so eine fresh Süße, da haben wir die Süße drin, das Fleisch hier drin. Hört sich zumindest nicht völlig schlecht an. Dürfen wir eure Soßen verwenden? Ich glaube nicht, ich glaube nur die Zutaten, die ihr liebt. Thank you.
da ich nicht eingreifen sollte oder darf. Portobello. Natürlich dürft ihr eingreifen. Ja, nee, also wir wollen, haben zumindest für uns selber die Regel aufgestellt, dass nur einer von uns grillt. Wir fühlen uns auch besser, wenn wir verlieren, wenn immer nur einer gegrillt. Dann können wir nämlich hinterher sagen, siehst du, normal grillen wir zu zweit. Ja, muss man ja einfach mal so sagen. Das baut sich auf, sagt die hier. Julian, das Spiel, er hat da das Geräusch gemacht. Die Blicke so. Ich bin hier voll in meinem Film. Also, ich rede jetzt mal nicht so viel, weil ich in meinem Film bin. Hier, kann man die schon mal reintun? Ja, ich hab mich schon gefragt. Da schön. Der Fasan hier. Jetzt hat er das genauso gemacht wie ich, oder was? Ja, ja. Wieso? Was hast du gemacht? Wo ist dein Salat? Hast du den auch verwendet? Nee. Nee. Dann bin ich beruhigt. So, und Würze noch? Für mich steht aber eins fest, wenn wir das nächste Mal Holle fragt, habt ihr Bock, sagen wir ja und dann lassen wir ihn machen. Ich hoffe, dass diese Szene jetzt ins Video reingeschnitten wird, nicht rausgeschnitten wird, denn ich bin mir sicher, dass Holles Zuschauer sich jetzt auch wünschen würden, dass er denkt, wir machen ein Grillduell oder ähnliches und dann muss Holle selber mal ran und selber mal antreten. Also ich würde Holle dazu ja so machen, da er nicht der große Griller ist, ich würde ihm so eher sagen, vorher sagen, was es gibt, und er kann seinen eigenen Warenkorb mitnehmen. Da komplett verbrannt, Klaus, mein Gott. Ich glaube, der kann richtig was. Das war's mit dem Blätterteig, Freunde. Ich Idiot habe natürlich nicht drüber nachgedacht, dass man das anders machen muss. Heute ist nicht der Tag dafür für mich. Ich sage euch jetzt mal was, ich mache aus der Not noch eine Tugend, das wird noch ein Crepe. Ey, vielleicht, ja. Vielleicht ist das sogar geil. Jetzt fängt er an mit Shishi. Ich halte es nicht aus, guck dir das an. Das ist ja wirklich, also selten habe ich so filigran erlebt. Jetzt habe ich aber auch Knast, Alter. Hast du wieder Knast? Boah, wie wieder? Das war ja für dich so gefühlt wie ein kleiner Peanut, ne? Ja, danach ging es mir schlechter wie vorher. Glaube ich wirklich. Ja. Ja. Also das war Tropfen auf heißen Stein. Ah, einer ist müde, guck mal, sehe ich. Ja, kaputt, ja. Die sind kaputt, die sind wirklich krank, die beiden. Man sieht das, ey. Die haben wir im Team. Lass in der letzten Runde den machen, der die Runde gewonnen hat auch und nicht den anderen. Hör mal. Das ist ja interessant. Sehr interessant. Das sieht schon geil aus. Hui. Spannend. Klar. Ich stopp direkt rein, unhöflicherweise, bevor es kalt wird, oder? Okay, gut. Zucker.
fange wieder rechts an. Ja, sehr interessant, Alter. Also die unterschiedlichen Ansätze sind eindeutig zu erkennen. Absolut, also nicht abgekupfert vom anderen. Wow, geile Kruste hier. Ich gehe jetzt in Tunnelmodus, Leute. Ich muss jetzt mal ein bisschen denken. Ha. Geil. Also erstmal wirklich sehr kreativ gelöst schon mal. Ich werde diesmal auch was am Anfang schon sagen. Hähnchen komplett anders gelöst. Beides hat wirklich seine Vorteile für mich. Das hier ist saftiger, trotzdem eine knackige Kruste. Das hier hat wiederum ein geileres Grillfeeling. Die Röstaromen kommen viel besser rein. So wirklich diesen Grillfeuer-Flammen-Touch. Dann ist man so besser. Was sagst du, Max? Erster Eindruck. Mit den Pilzen hier drin im Blätterteig, Endlevel, also wirklich ganz stark gelöst. Viel schwerer als eben. Was hier heute entscheiden wird bei dem Ding, ne, ist so die Kreativität, das Drumherum. So ja. Jetzt muss man, man kann nicht mehr klar sagen, besser als das andere. Mhm. Jetzt muss man so ein bisschen Aufwand, Technik, Skills, ja. Garpunkte, Salzspitzen, nein, ja. So, das sind so Dinge, die musst du jetzt einfließen lassen, weil beides top gegrillt ist. Ne? Das ist schon mal ein gutes Ergebnis für euch. Also der Blätterteig, Leute, da schwärme ich von. Generell, wir wissen es alle, es matcht diese Pilze, wenn sie Knoblauchgewürz draufgehauen haben. Leichtes Salzprickeln, also wirklich mit dem Blätterteig ganz rundes. Super. Auch hier drüben auf dem Teller, der Anschnitt, das sieht einfach schön aus. Ne? Auch ja. So ein bisschen speckig. Es kommt so ein bisschen Pastetik daher. Ja, das ist auch so, die Merguez so halbmondartig drin ist. Ja, ja, voll, voll. Also so aufgerollt drin, ne? Aber ihr habt kaum Hunger. Kaum, ja. Ich weiß nicht, ob ich das positiv oder negativ auslege mit der Ananas, dass sie so puristisch gelassen wurde. Das hat für mich auch auf eine positive Art und Weise so ein bisschen so ein Buffet-Flavor. Ja, bin auch so, mehr gerissen. Genau, du hast ja das Ding so mit auf den Teller gelegt, weil du schon Bock hast, hier so ein bisschen dein Dessert schon muss ja nicht nochmal losgehen. So. Wobei, man muss klar sagen, ne, wenn du dir ein Stück Ananas machst und ein Stück Hähnchen, das passt natürlich so gut zusammen. Also das matcht schon sehr gut. Ne? Ja. Ich komme auf den Blätterteig nicht klar. Ich könnte die ganze über den Blätterteig reden. Leicht noch mit Kräutern, ich weiß nicht, ob das, das Einzige, was gekauft ist. Nee, aber die Füllung auch. Die Füllung. Ja, nein, aber die ganze Gesamtkombi. Ich weiß, was du meinst. Schön Thymian drin. Also das Gewürz, was ihr benutzt habt, auch wieder Endlevel. Da kann man an der Stelle auch mal sagen, das ist das Sizzler-Gewürz. Das kann man auch mit gutem Gewissen sagen. Also ich kann dir was mit gutem Gewissen sagen. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass derjenige, der den Teller hier gemacht hat, ne, dass der auch hin und wieder mal ein Video von mir guckt. Ja? Ja. Da bin ich mir relativ sicher. Machen ja beide Kanäle nicht. Aber ich finde, also das muss ich auch sagen, ich finde dieser Salat wirklich sexy. Das ist so aus der Not eine Tugend gemacht. Also ja. Das könnte ein Ding sein. Das könnte ein bestehender Salat sein, den man so in irgendeiner Landesküche bekommt. Also, weil es so ganz rund krank, ist. Ja. So rund. Ein bisschen. Perfekt gewürzt, die Chili da drin, Digga, da geht's. Barbecue-Feeling. Erinnert mich so ein bisschen an so einen Papaya-Salat irgendwie. Mhm. So. Ja, voll. Ich würde sogar sagen, dass hier jemand, der den Krautsalat gemacht hat, quasi den als erstes gemacht hat. Ja, um den noch bevor lassen. Er Hähnchen gemacht hat. So, fühlt er sich an. Ja, ja, auf jeden Fall. Ihr könnt euch übrigens in den Kommentaren bewerben. Wir werden so ein Grillbattle auch noch mal, ich weiß nicht, ob hier, keine Ahnung, schauen wir mal, mit Kandidaten machen. Ja, haben wir schon mal hier mit den Sizzles gemacht. Klaus auch dabei in der Jury. Und da werden wir noch mal eine Auflage machen. Ihr könnt euch hier in den Kommentaren bewerben. 1000 Euro setze ich aus auf den besseren Griller. Kann ich mich bewerben? Ja. Also ich kann euch für mich sagen, ich habe auch jetzt, was ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, aber jetzt rückwirkend betrachtet, habe ich schon einen klaren Favoriten und den werde ich auch jetzt aufschreiben. Und ich würde euch bitten, auch eure Tendenz oder eure Bewertung aufzuschreiben. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben die auf dem Grill Blätterteig backen lassen. Ne? Ja. Das ist auch asozial einfach, muss man auch klar sagen. Ja, das Zeug hängt, das macht, das tut nicht das, was du willst von ihm. Das ist einfach schwierig auch. Also ich habe schon gesehen, gerade aus Augenwinkel aus Versehen, was Bernd da geschrieben hat. Ich habe danach meins es geschrieben, habe trotzdem was komplett anderes aufgeschrieben. Das will ich dazu sagen, ja. Krass. Bin ich komplett anders. Ich bin auf deine Argumentationskette gespannt gleich, Freundchen. Ja. Ich fange an. Ich fand jetzt erstmal von den Zutaten her. Kann ich dein Hähnchen noch haben? Ja. Hat Spaß gemacht. Von den Zutaten her war das Potenzial gedeckelter als bei der ersten Runde. Deshalb habe ich nicht ganz so hoch angesetzt bei meinem Gewinner. Mein Gewinner ist der linke Teller, weil dieser Salat mir einfach die Schuhe ausgezogen hat. Ich fand hier drüben
dieses Pastetchen fand ich sogar besser. Hat mir besser gefallen, obwohl das nicht so schön aufgepufft war. Die Ananas fand ich super gut, aber dieser Salat hat mich so geflasht. Eigentlich hätte ich am liebsten unentschieden gegeben, aber ich dachte, das muss so das Fingerchen an der Waage sein. Ich wollte gerade sagen, mir pumpt selber das Herz, bevor ich die Bewertung sehe. Ich bin selber gerade aufgeregt. Also, ich habe einfach 0,1 Punkte Unterschied deshalb gemacht. 8,5, 8,4. Stark. Ja. Stark. That's it. Okay. Komm, holler als letztes, Bernd. Okay, Bernd. Ihr wisst, ich nehme das oftmals sehr genau. Blätterteig zeichnet sich durch viele feine, blättrige Schichten aus. Das hat er bei diesem Pastetchen, nenne ich es jetzt mal, nicht gehabt. Die war um einiges hübscher als das Röllchen. Ja. Kann man nicht anders sagen. Da war mehr Handwerk drin, das hast du gemerkt. Genau. Das ist relativ... Oh. Es ist halt geil. Es ist eine gegrillte Ananas, aber Punkt. Ja. Das ist so. Ja. Das ist natürlich auch begrenzt durch die Zutaten, die sie hatten und so. Aber ich finde irgendwie... hätte man kreativer sein können mit einer Ananas, als sie einfach nur zu grillen. Weil jetzt haben wir gesagt, die Bratwurst wird nicht nur gegrillt und neben hingelegt, es ist die Ananas gegrillt und neben hingelegt. Ist aber nichts Schlimmes, weil ich habe sie ja gern gegessen, wie man sieht. Ja? Das Hähnchen auch auf diesem Teller hier leicht vorne. Ich tendiere beim Huhn tatsächlich auch immer so ein bisschen zu überwürzen. Ich mag das gern, dass das richtig Druck und Power hat. Das war beides super geil und saftig gemacht. Da kannst du nichts sagen, das hat schon Nuancen unterschieden. Was mir aber hier einen halben Punkt nach vorne gebracht hat, so, ist auf jeden Fall der Salat. Ja, weil der Salat, der war wirklich äußerst kreativ gelöst. Der war krass gut. Kraut so in Szene gesetzt, dass man es gerne essen mag. Ja. Die Ananas ganz kreativ damit eingebaut. Alles in allem Garpunkt getroffen. Deswegen von meiner Seite aus ist der Teller der Gewinner mit 8. Zu 7,5 auf der anderen. Oha. Also von mir. Kiste, 0,6 Unterschied bisher. Ja, erstmal zum Hähnchen. Auch wenn mir hier dieser Grillgeschmack, wie es mein Kollege The Franken sagen würde, Grüße gehen raus, mehr getaugt hat, war das schon das bessere Hähnchen. Die Kruste war perfekt, es war einfach saftiger. Das war im Großen und Ganzen das bessere Hähnchen, keine Frage. Blätterteig hat mich geflasht. Man darf nicht vergessen, es ist gekaufter Blätterteig. Ihr habt euch nicht hier hingestellt, den selber geschichtet. Es war auch kein teurer Blätterteig, es war einfach random Blätterteig. Da ist nicht mehr viel Eingriffsmöglichkeit. Salat, umgehauen, Blätterteig mit diesen Gewürzen innen drin. Kräuternote, Thymian, diese Barbecue-Note im Salat. Der Teller hat mich zerfetzt, zeige ich euch wirklich. Und den hier fand ich einfach auch sehr, sehr stark. Deshalb habe ich hier 8,9 und 9,4 tatsächlich gegeben. Wow. Also ich fand die wirklich heftig. Und das von einem Holle. 9,4, das sagt, ist krass. Das sagt, ja. Das sagt wirklich was über diesen Salat. Und den finde ich wirklich so brutal krank. Einfach on point. Also, on point. Ja. Wer hat was gemacht? Der Kohlhasser, wer war's? Ich glaube, von mir kommt der Salat. Oh! Ey, diesmal, ich hätte wieder gedacht, das hat jetzt gerade mehr wieder von Anrichter. Jetzt habe ich Klaus für den Anrichter gehalten. Aber plötzlich krass. Und ich habe bei dem Salat an einen gedacht. Ich denke, wen muss ich überzeugen? Hab ich richtig rausgehört, ne? Aber ohne den Salat... Der Salat war richtig gut. Ja, der Salat hat es für mich ja auch komplett gekippt. Geisteskrank. Aber beide stark. Auch die Pastete da gefühlt, wie wir gesagt haben. Top. Ne? Bernd wusste, dass der Salat als erstes gemacht wurde, weil der schon schön ist so, ne? Ja, das ist auch wichtig bei Kohl, ne? Dass er nicht so... Ihr müsst das Video gucken. Also das, dafür, dass kein Kohl magst. Freut mich, dass er euch gut ab. Ich hoffe, dass das Rezept bald auf dem Kanal kommt. Da bin ich. Hey, wirklich. Guckt sich keiner guckt an. Sich halt keiner guckt sich keiner an. An. Aber gemacht halt dazu irgendwo. Ja. Bei dir wollen sie Fleisch stehen, Klaus. Mit diesem Salat habe ich die Sizzle Brothers. Oh. Das ist ein Team, das guckt sich jeder an. Die militante Veganerin ein, das gucken sich die Leute an. Hey, Holle, ohne Witz, jetzt habe ich richtig Knast. Jetzt habe ich auch richtig Hunger bekommen, endlich. Und ich würde sagen, wir gehen in Runde 3. Es darf hier nicht fehlen auf dem Kanal. Ihr tretet jetzt in der Burger-Runde gegeneinander an. Mit Side-Challenge. Mit Side-Challenge, weil Max mal wieder los muss hier. Ja, und da haben wir richtig auf die Kacke gehauen. Wir haben euch richtig viele Zutaten geholt, weil wir wollen, dass ihr eine kreative Runde macht. Also, dass ihr wirklich kein Basic Burger, was richtig kreativ ist. Wir haben 1000 Sachen mitgebracht. Guckt euch das an. Wir zeigen euch das jetzt und dann geht's direkt weiter. So, ihr Lieben. Weiter geht's. Es werden Burger gemacht, aber ihr seht, es gibt ein paar Zutaten mehr. Ihr müsst alle verwenden. Ja, Spaß. Ja. Aber eine Sache fehlt, die hat der Bernd euch mitgebracht. Ich habe das Wichtigste mitgebracht. Das Fleisch. Das sieht direkt schon geil aus. US Entrecot. 1,5 Kilo in total. Ihr müsst 6 Burger machen. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja. Der Move schon wieder. Ja. So geil. Hat eben auch schon die Wurst, zack. Ja, das muss, oder das kann man machen. Also bei dem Fleisch keine Schandtat. Und für euch kurz zur Richtlinie. Also ihr müsst darauf achten, Kreativität ist gefordert. Das wird abgezogen. Wenn ihr jetzt einfach wirklich ganz ideenlos irgendwas Einfaches macht, dann gibt es Abzug. Wir haben eine Viertelstunde Zeit und ihr wollt eine Kreativität. Ihr braucht das. Wir brauchen das. Und ich möchte noch mal hervorheben, es sind nur 3,1 Punkte Unterschied, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Da muss nur jeder einen Punkt Unterschied. Klaus sagt schon, Burger ist nicht seine Stärke. Das hat er gesagt, alles jetzt offen.
offen. Und noch eine ganz wichtige Sache, Männer. Ich sage euch ehrlich, das Fleisch ist mir für einen Smashburger zu schade. Mach einen schönen Medium gegrillten. Ganz das genau. Ist das, was wir heute kein sehen. Smashies. Dürfen wir alle Soßen nehmen, nur die, die drin sind? Weil wir hätten natürlich auch vernünftige Soßen. Nee, ich sag's für einen Freund. Nee, nein, ihr könnt in dem Fall könnt ihr alles nehmen. Es ist nur ein Zusatz. In diesem Fall könnt ihr alles nehmen, was ihr irgendwo im Haus ausmachen könnt. Ihr müsst Klaus natürlich helfen. Nein, wir unterstützen ihn auch. Wir helfen ja die ganze Zeit schon, Klaus. Ja. Hast du das in die Soße gemischt worden? Was oder? Auch noch eine gute Idee wäre, wäre ein Burger Buns. Ich sag mal, Piment. Ja. So, Burger Buns kriegt ihr gleich noch gebracht. Genau. Die haben wir hinten fertig gebacken. Und dann geht's los. Geht's los. Viele verschiedene Käsesorten. Wir haben Ziegenkäse, wir haben Roquefort, wir haben Mozzarella hier, Gurken drei Sorten, Honiggurken, Meerrettich, Burgergurken. Ey, viel Spaß, wir haben Spaß. Sobald hier. Was sagen wir von der Zeit, bis auf dem Tisch steht? Viertelstunde. Viertelstunde. Geiles Ding. Okay, dann. Boah, das wird geil. Das ist geil, weil jetzt ist nochmal richtig Action hinten raus. Geben wir 16,5, weil wir Freunde 16,5 sind. 16,5 Minuten. 16,5 Minuten. Und los. Starten jetzt. Los. Was soll ich machen? Nur die Pfanne drauf. Schlüssel? Schlüssel habe ich nicht. Soll ich eine holen? Bräuchte eine. Na klar, kein Problem. Jetzt muss ich die Hackfläche mit blanken Händen, ey. Das ist ja nicht meins. Bei Burger, gerade Holle ist bekannt dafür, dass er die einfachen, simplen Burger liebt. Jetzt was Kreatives raushauen, man kann eigentlich nur verlieren. Ah, was ne. Ich hab sonst Backpapier da vorne, kannst du dir zu Hause nehmen, Klaus. Denk dann, dass du die ein bisschen größer noch machst, ne? Weil die ziehen sich ja noch zusammen. Oder ich schneide das Brötchen. Was? Oder ich schneide das Brötchen ab. Nee. Mensch, Ruhe. Oha, Klaus fährt richtig auf und grillt sogar die Tomate an. Ja. Julian, das Fleisch müssen im Blick haben, nicht, dass es zu durch wird. Bernd möchte ja Medium. Wir machen normalerweise immer nur Smashburger, weil da musst du es nicht können, weißt du? Da kannst du kaschieren, dass du einen Burger nicht Medium grillen kannst. Ja. Das ist viel besser. Jungs, mit euch macht der Grill Spaß. Oder? Die Runde macht richtig Bock, Alter. Ja, 5 Minuten 30. Ich bin voll in meinem Tunnel. Hier, Schale. Möchtest du in die Schüssel auch noch einen Salat anrichten? Haben Sie Ruhe? Ja, Entschuldigung. Ich halte mich jetzt zurück. Oh, Klaus flambiert. Holy guacamole. Alter, was ein Chaos hier. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, Klaus, ne? Eine Strategie oder sowas wäre gut. Ja, ist das? So, Freunde, nur mal kurz 3 Minuten noch. Oh, da kann er mal einen Schluck Cola reingeben, ist doch super. Oh, da passiert was. Übertreibst du nicht, glaube ich. Oh, sind das die gleichen? Wow. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind doch die gleichen. Mhm. Hat so auf den ersten Blick so ein bisschen was von Chicago-Bull. Okay, also wir sehen schon, wer mehr Wert auf Kreativität gelegt hat. Ich glaube, aber das ist sowas eindeutig. Von eindeutig, ja. Ja, also hier mit Pastrami, schön gegrillten Zwiebeln, Cheeseburger, Rucola. Geil.
Der eine deutlich wärmer hier als der andere. Das ist bei jedem so. Ich habe gerade mal über meine Keime verteilt. Ja, rein da, Männer. Probieren wir. Lasst es euch schmecken. Rein vielen Dank. Damit. Danke fürs Grillen, muss man auch mal sagen an der Stelle. Dankeschön. Krass, wie alle zum Rucola greifen, oder? Mhm. Beide. Fürchterlich. Ben sagt noch, findet er nicht so geil. Machen wir nochmal die Ansage vom Garpunkt. Garpunkt auch, absolut, ja. Sag mal, wir sind hier aus Garpunkt. Bernd hat sich Medium gewünscht. Mhm. Also der ist nicht getroffen. Mhm. Sag mal, Bernd, wie sieht deiner aus? Boah, der hat Power. Der erste riecht Power. Also der lebt sehr von der Süße der Burger. Rucola-lastig. Fleisch merkst du sofort, dass Top-Qualität ist. Mhm. Aber mutig. Ich hab schon gesagt, wer den Roquefort verwendet, das ist Mut, weil er nicht weiß, ob uns das schmeckt. Weißt du? Ja. Jeder mag so einen harten Schimmelkäse, ne? Mhm. Der ist schon hier. Können wir hier beim anderen Burger auch den gerade mal zeigen? Etwas auch mit der Süße übertrieben. Die ist sehr präsent. Mhm. Sehr präsent. Also, grundverschiedene Burger, kann man nicht anders sagen. Wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Fleischiger, Pastrami, lastiger. Ganz anders platziert auch der Salat. Hier unten, da oben. Aber für mich doch unterm Strich eine recht eindeutige Nummer. Also, für mich ist es weniger spannend als der Zwischengang. Boah. Ich bin super hin und her gerissen, weil der hat hier Dinge, die ich sehr, sehr mag. Tomate und rohe Zwiebel finde ich schon sehr, sehr geil. Also Garpunkt ist hier tatsächlich ganz okay, aber was mir gänzlich fehlt, ist so komplett diese Röstfleischaromen bei dem. Mhm. Zeig doch mal in die Kamera. Ja, die fehlen mir hier fast gänzlich. Darf ich auch mal Zwiebel haben? Der ist um einiges besser gegrillt. Schon um einiges besser, der rechte. Guck mal, was der für geile Röstung hat. Doch. Bei mir muss von unten gucken. Von unten gucken, ja. Ja. Das ja. ist das, was der im Fleisch auch, also meiner ist perfekt, guck mal hier, der ist so geil geröstet. Also das ist das, was natürlich auch dem Fleisch gerecht wird, muss man ehrlich sagen. Ne? Der ist für mich hoffnungslos überwürzt. Hier fehlt ein bisschen die Power. Okay. Ja, ich finde das Ergebnis nicht so klar, aber der ist wirklich drüber. Ich bin der Erste diesmal. Okay. Mit Bewertung? Ja. Okay, ich habe schon meinen schon aufgeschrieben. Gut, gut. Also, beide. Aber ich muss noch aufschreiben, Brudi. Ich muss nur noch kurz aufschreiben. Darf ich noch nicht sagen, ne? Mm, genau. Schreib jetzt, Holle. Ich schreibe. Scheiße, ich bin jetzt gezwungen hier. Max Spahn kommt. Ich erzähl schon mal, ne? Warum? Nee, ich muss auch hören. Ja, wenn ich schreibe, kann ich ihn hören. Okay, verstehe. Moment, sofort. Ich hab alles probiert, Max. Ah. Max hat wie immer nicht aufgegessen. Wollen wir das auch noch mal festhalten? Ja, irgendwo muss er herkommen, oder? Aber der hat Sixpack. Ja. Genau, weil der macht Sport, das kommt daher, weil mir kommt es daher, dass ich nicht aufesse. Okay, ich bin am Start, Leute. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Also spätestens jetzt ist es keine Show. Der Mann, dem ist alles egal, wenn es um seine Bewerbung geht. Wirklich, wirklich, der nimmt das sehr, sorry, sehr Mann. Ernst. Also, oh, ich kann nicht. Ich komme 2 Stunden später nach Hause. Weil ich fahre nicht nach Köln. Du kannst das auch noch last minute ändern, während Bernd und ich sprechen. Okay. Falls du dich ganz unwohl fühlst. Bernd. Okay. Also, relativ klarer Fall, das hier war ein ganz solider Burger, ne? Ja. Brioche-Brötchen, dafür konnten sie nichts, aber die Basis war, mach mir einen medium gebratenen Burger. Geile Röstaromen und ich weiß, wie schwer das ist, auf dem Grill den Burger in vernünftige Kruste zu verpassen und den noch medium zu grillen. Ne? Die waren jetzt ungefähr so 180, 200 Gramm schwer, maximal, sag ich mal. Barbecue-Soße eingesetzt, die gibt's hier im Haus. Ich gehe mal davon aus, dass das eine davon war. Dann obendrauf, in der Kürze der Zeit, diese Schmorzwiebeln, das Pastrami, das hat einfach so geil gematcht. Und das an sich wäre schon eine geile Nummer gewesen, dieser Cheeseburger. Aber dann beißt du da rein und dann kriegst du so punktuell diesen Rock vor, diese Blauschimmel. Bams, ne? Ja. Süß, pikant, das war einfach klebriges Ding. So will ich so meinen Burger haben, der war wirklich geil. Jetzt ist auf der anderen Seite das, was ich sehr, sehr mag. Tomate und rohe Zwiebeln ist genau mein Ding. Jetzt sind hier auch kreativ, muss man sagen, diese Senfgurken mitverarbeitet worden. Aber klares Manko ist der Garpunkt und vor allem, bitte guckt es euch noch ein einziges Mal an, der Burger hat fast leider gar keine Farbe. Und das ist so schade. Den hätte ich so wahrscheinlich auch trotzdem gerne gegessen. Aber im direkten Vergleich zu dem fett angegrillten, mit Röstaromen überzogenen Burger Patty hat er leider abgestunken. Das ist aber trotz allem noch eine 7, weil es so ist, wie ich es mag. Und die andere Seite ist eine 8,5. Okay, ich mach weiter. Für mich ganz klar, der war so heftig gewürzt, der hier,
dass es fast schon wehgetan hat, aber die Betonung liegt auf fast. Ich fand, er hat wirklich alles mitgebracht, runde Komposition, geiles Ding. Ich fand auch, der war mutig. Auf den ersten Blick dachte ich, ist der Standardburger, aber der hatte so viel, was noch im Detail so Raffinessen hatte, sodass er wirklich auch kreativ ist. Deshalb habe ich in der Kreativität gar nicht unterschieden. So, weil Kreativität heißt nicht bunt, Kreativität heißt Komposition. Der andere auch sehr, sehr lecker. Ich glaube, es hat einen Grund, dass man nicht alles immer auf einem Burger findet. Ne? Also für mich auch hier der klare Sieger. Ich gebe sogar 9 Punkte. Der andere kriegt von mir 7,5. Das Ding würde ich im Burgerladen immer wieder bestellen. Also bei mir rechts fand ich eine super Kombi. Wirklich stark ausgekühlt, dieser Pastrami, eigentlich alles on point gemacht. Der Roquefort hat super gematcht, wenn man drauf geachtet hat. Sogar das Burgerbun perfekt angeröstet von unten. Also das haben die Jungs klasse gemacht, aber gnadenlos zu überwürzt. Das hat das ganze Ergebnis zunichte gemacht, sonst wäre das ein grandioser Burger. Hier recht eindimensional, gerade am Anfang viel Rucola, viel Süße. Honiggurken haben nicht sonderlich gematcht. War beim Großen und Ganzen Ding, was jetzt nicht verkehrt war. Dadurch, dass das so überwürzt war und das nicht, habe ich 6,8 und 6,5. Wow. Krass. Welcher war von wem? Schätz dir. Also, Klaus war der, der die Honiggurke... Klaus kann keine Burger, das ist das, was du... Ja? Ja. Scheiße, ey. Aber ist keine Schande, ja. Ja, ja, alles gut. Wir hatten 3,1 Unterschied, hier haben wir 1,5 aufgeholt, nochmal 1,5 aufgeholt, 3. Und nochmal 0,3. Die Zills haben mit 0,2 Punkten gewonnen. Wow. Oh, Das ist 1,5. 3,3. Oh mein Gott. Das ist ja geisteskrank. Aber unterm Strich auch verdient, muss man sagen, mit 2 Gängen vorne. Ich wollte gerade sagen, Klaus hat trotzdem ja 2 Gänge geholt. Also, aber da sieht man mal, wie eng das ist, ne? Bei so einem Ding wie ein Herzensding wie Burger, da kann man noch mal richtig Gas geben. Das war wirklich ein Krimi bis zum Ende. Freut mich, dass habt ihr geil gemacht. Kannst du nicht ganz glauben, ehrlich gesagt. Ich muss erst mal alles wahrnehmen. Also, wenn ihr die Revanche wollt und die Jungs Bock haben, schreibt es in die Kommentare. Lasst den Daumen oben scheppern, bewerbt euch für das nächste Format, auch mit euch da draußen. Und ja, wenn euch das Format gefällt, lasst es uns wissen. Abonniert alle hier in der Videobeschreibung, alle verlinkt. Von A bis Z, Max, Bernd, Sizzle Brothers, Klaus. Unbedingt draufklicken, Content abchecken. Und in dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal.